Und also es geht hauptsächlich um Turbulenz in meiner Vorlesung. Das ist das, was wir in meiner Gruppe untersuchen. Und zu dem Titel Sturm im Wasserglas habe ich aber gleich auch noch eine kleine Vorführung. Gut, mit der können wir eigentlich auch direkt schon anfangen. Beziehungsweise wir fangen erstmal mit der Frage an, was ist überhaupt Turbulenz? Ich weiß nicht, jeder hat vielleicht so eine Vorstellung, was Turbulenz ist. Möchtest du sagen, was Turbulenz ist, Jana? Wenn Wasser ganz durcheinander fließt. Sehr gut. Sehr gute Antwort, Dankeschön. Ich muss dazu sagen, Ihr Vater arbeitet bei mir in der Gruppe, von daher. Okay, ich habe das mal nachgeschlagen. Also, wenn man ein bisschen bei Google nachschaut, findet man, dass der Ursprung des Wortes aus dem Lateinischen kommt, also aus einer anderen alten Sprache. Und damals hat man darunter sowas verstanden wie eine unruhige Menge oder ein Menschengewühl. Dann gucken wir mal im Wörterbuch nach und da finden wir als erstes Unruhe, turbulentes Geschehen, also genau eigentlich wie die Original Bedeutung. Und als zweites findet man Wirbelbildung in strömenden Flüssigkeiten oder Gasen, genau wie wir das eben gehört haben. Und der erste, der es in diesem Zusammenhang benutzt hat, das Wort, war ein italienischer Künstler und Wissenschaftler, Leonardo da Vinci, der um 1500 rum genau dieses Bild hier gezeichnet hat und das soll eine turbulente Strömung darstellen. Man sieht hier so ein bisschen, wie hier Wasser runterfließt, ja, von der Seite und hier ist es eigentlich noch alles recht schön geordnet, aber dann plötzlich, wenn das Wasser hier unten ankommt, ist es stark verwirbelt und geht ganz durcheinander und man hat ganz große Wirbel hier. Und an anderen Stellen hat man so mittelgroße Wirbel und hier hat er auch sehr schön gezeichnet, hat man sehr kleine Wirbel. Und das ist tatsächlich eine der Haupteigenschaften der Turbulenz, also diese verwirbelte, durchmischende Bewegung. Und zeige ich einfach mal ein paar Beispiele von turbulenten Strömungen oder vielleicht fällt jemand noch was ein, will noch jemand dazwischen rufen, was man sich unter einer turbulenten Strömung so vorstellt. Wo habt ihr denn schon mal im Alltag Turbulenz mitbekommen? Aha, sehr gut. Das habe ich natürlich auch als erstes Bild gleich genommen. Das ist ein Flugzeug, wir hatten uns aber vorher nicht abgesprochen. Also, das ist ein Flugzeug hier, das in einen Sturm reinfließt, also fliegt. Das sind also Stürme sind stark turbulent und man sieht das schön an der Wolkenbildung hier, wie alles durcheinander wirbelt. Und das zweite Bild, auch ein eher dramatisches, ist ein Vulkanausbruch, wo man sehr schön die Strukturen hier sieht, zum Teil sehr große Strukturen, die Rauchwolken, die hier hochkommen und dann aber auch, man kann erahnen, dass da auch sehr, sehr kleine Verwirbelungen drin sind. Anderes Beispiel, hier schauen wir uns die Sonne an. Die Sonne ist im Inneren sehr heiß und kühlt nach außen ab. Sie ist außen auch immer noch sehr heiß, aber diese Temperaturgradienten treiben sehr starke Strömungen an. Die Sonne besteht aus einer Art Flüssigkeit, einem Plasma und es gibt dann auch ja, sehr turbulente Regionen und ab und zu solche Solar Flares, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist, wo eine Sonneneruption, wo dieses Plasma in das All rausgeschleudert wird. Also das ist auch hochturbulent, was sich dann der Sonne abspielt und daneben haben wir ein Bild von einem Wirbelsturm, einem Hurricane. Und man sieht hier auch, dass die Strömung äußerst turbulent ist. Das waren jetzt alles Beispiele, die nicht ganz so alltäglich sind, aber jetzt wollte ich als nächstes mal ein Alltagsbeispiel zeigen. Da schalten wir gerade mal mit dem Rechner um. Ich bereite es mal vor. Also alles, was wir brauchen, ist heißes Wasser. Ich hoffe, es ist noch heiß genug. So, möchte jemand aus der ersten Reihe assistieren? Bitte, oh, sie war zuerst, beim nächsten Mal bist du dran. Könntest du einfach den Teebeutel reinhalten, einfach oben festhalten dann, so dass er, ja. Okay, festhalten. Jetzt warten wir einen Moment.
Okay. Man sieht es hoffentlich, dass die Strömung sehr stark verwirbelt ist. Und das kommt jetzt nicht daher, dass der Teebeutel ein bisschen wackelt, sondern wirklich in dem Glas an sich war vorher eine sehr turbulente Strömung. Wir haben sie nur einfach nicht gesehen, weil wir keinen Farbstoff drin hatten, der uns das gezeigt hätte. Woran liegt das? Das Wasser ist sehr heiß. An den Wänden und an der Oberfläche wird es aber abgekühlt. Und heißes Wasser, heiße Gegenstände dehnen sich aus und werden dadurch leichter. Das heißt, die Dichte letztendlich wird geringer. Und deshalb steigt das heiße Wasser nach oben, wohingegen das kalte Wasser, also wenn das Wasser hochgestiegen ist, kühlt es oben ab, fließt zu den Wänden hin und sinkt dann, weil es kühler und schwerer ist, wieder nach unten. Und das treibt eine Strömung an und wenn die Temperaturunterschiede groß genug sind, wirbelt das Wild durcheinander. Okay, reicht schon, danke. Kann ich jetzt trinken? Dankeschön. So, andere Alltagsbeispiele, hier ist einfach ein Fluss gezeigt und das Wasser fließt hier so eine Art Stromschnelle runter, also das heißt, hier haben wir ein Gefälle, die Strömung wird schneller, hier oben ist es alles schön wohlgeordnet und hier unten ist es dann plötzlich hochturbulent. Beim Autofahren sieht man normalerweise auch nicht, wie die Luft um das Auto rumwirbelt, hier fahren ein paar Autos durch die Wüste und dann sieht man sehr schön an dem Staub, der aufgewirbelt wird, wie hier hinten sehr stark turbulente Wolken entstehen. Anderes Beispiel sollte man nicht machen. Ich musste extra ein sehr altes Foto zeigen. Rauchen ist ungesund, aber früher hat man sowas mal gemacht. Wenn man hier schaut, am Anfang ist die Strömung, der Rauch, der hier aufsteigt, sehr gleichmäßig und laminar. Hier oben entsteht aber eine Instabilität und je weiter wir hochgehen, desto mehr verwirbelt sich das Ganze. Ein weiteres Beispiel, das man vielleicht auch nicht so oft denkt, selbst in unserem Körper drin, in den großen Blutgefäßen, also der Aorta zum Beispiel, oder an den Herzklappen, entstehen Turbulenzen. Also in Blutströmungen finden wir auch Turbulenzen. Daraus können wir schlussfolgern, also Turbulenzen sind eigentlich überall um uns herum, selbst wenn wir hier die Strömung über mir sehen würden, die heißere Luft steigt auf und führt hier oben zu Turbulenzen, wir können es nur meistens nicht sehen. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück und fangen mal mit geordneten Strömungen an. Und ich wollte als erstes mal ein Beispiel von einer geordneten Strömung zeigen, die auch sehr alltäglich ist, die bei uns zu Hause überall in den Wasserrohren und Ähnlichem fließt. Einfach eine Strömung in einem Rohr. Und ich gebe schon mal die Antwort vorweg. Wenn die Strömung geordnet und laminar ist, sehen die Geschwindigkeitsverteilungen so aus, dass an der Wand das Wasser festhängt. Das heißt, an der Wand bewegt sich das Wasser nicht und zur Mitte hin wird das Wasser immer schneller. Das ist durch diese Pfeile hier gekennzeichnet. Je länger der Pfeil ist, desto schneller fließt das Ganze. Und dazu wollte ich jetzt nochmal ein kleines Experiment zeigen. Beim nächsten. Es kommen noch mehr Experimente. Bei dem hier ist nichts zu machen. So. Ich hoffe, es funktioniert. Jetzt werde ich gleich Tinte hier reinspritzen, und zwar an zwei Stellen. Einmal an der Wand kommt blaue Tinte und in der Mitte des Rohres kommt rote Tinte. Die zuerst hier ankommt, sollte die rote sein. Ich hoffe, es funktioniert. Wir probieren das einfach mal. Ja, man sieht, die rote Tinte kommt an. Und ja, die liegen jetzt übereinander. Wir probieren es einfach nochmal. Das war jetzt turbulent.
So, jetzt sieht man den roten Faden. Und an der Wand ist die Strömung wesentlich langsamer. Und jetzt kann man was Blaues erahnen unten. Die Kamera ist nicht ganz ideal eingestellt, aber jetzt kann man es sehen, ja? Also in der Mitte fließt das Wasser deutlich schneller als an der Wand. Und wenn wir es jetzt ein bisschen schneller laufen lassen, hatten wir eben schon gesehen, dann wird das Ganze turbulent und vermischt sich sehr stark. Ja? Eine Eigenschaft von Turbulenz ist das Durchmischen. Okay. Gut. Und wir können uns das auch im Labor anschauen. Im Labor können wir kleine, winzige Partikel in die Strömung reinsetzen und dann sieht man sehr schön die Strukturen. Und ich habe jetzt mal ein Video rausgesucht, wo wir von einer turbulenten Strömung in einem Rohr, wenn das Video funktioniert, jetzt. Also am Anfang haben wir jetzt turbulente Strömung. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz schön. Hier ist sehr stark verwirbelt. Und dahinter kommt jetzt eine schön laminare Strömung. Ja, hier sieht man eigentlich kaum noch Strukturen drin. Hier fließt alles sehr gleichmäßig in eine Richtung. Sehen wir gleich noch ein paar andere Beispiele zu. Okay, jetzt wollte ich noch eine andere laminare Strömung zeigen. Und zwar, was wir jetzt machen, wir nehmen eine sehr zähe Flüssigkeit. Also wir haben jetzt gesehen, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten Strömungen laminar sind, bei hohen werden sie eher turbulent. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich eine sehr zähe Flüssigkeit nehme. Das heißt, sowas wie Honig könnte man nehmen. Ich habe jetzt etwas Durchsichtiges genommen, dass man etwas besser sieht. Okay. Glycerin. Mal schauen, wo wir mit der Kamera sind. Ich mache jetzt einfach ein paar Farbkleckse hier rein. Drei verschiedene Farben haben wir. So. Gut. Und jetzt bräuchte ich jemanden, der mir assistiert. Würdest du? Ich weiß nicht, kommst du hier oben dran zum Drehen oder bist du lieber auf den Stuhl? Ja. Und kannst du jetzt einfach in eine Richtung zwei oder dreimal rumdrehen? Langsam, 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 nicht zu schnell. Okay. Man sieht, dass sich das ziemlich verschmiert hat, das Ganze, ja? Und jetzt langsam zurückdrehen bitte zweimal. Ein bisschen schneller. Einmal. Und jetzt langsam, langsam stoppen. Ist schon ein bisschen zu weit. So war es ungefähr am Anfang, ja? Also, das Ganze hat sich sehr, die Farbe hat sich zwar sehr ausgestreckt und verschmiert, aber es hat sich nicht vermischt. Das ist einfach der Punkt. Die Strömung ist in einer sehr zähen Flüssigkeit und hier können wir einfach keine Turbulenz erzeugen. Da müssen wir zu viel höheren Geschwindigkeiten gehen, um das turbulent zu machen. Und dann würde sich tatsächlich vermischen und man könnte das unmöglich die Farben wieder entmischen. Aber hier war die Strömung sehr gleichmäßig und lief in Schichten, die übereinander liefen. Ja. In der Mitte oder an den Wänden, wir haben den inneren Zylinder hier. Ich sollte vielleicht sagen, was wir gezeigt haben. Also wir drehen hier quasi einen Zylinder, der hier in der Mitte sitzt. Außen haben wir einen weiteren Zylinder, also eine Art Tasse, außen eine große, innen eine kleine und wir haben nur die innere gedreht. Und an der inneren Wand war die Geschwindigkeit am höchsten und nach außen hin fiel die Geschwindigkeit ab und deshalb hat sich das Ganze sehr gestreckt, die Farbe.
ja, beim Zurückdrehen hat sich alles entmischt. Vielen Dank. So, jetzt, was wir jetzt gerade gesehen haben, dass in einer sehr zähen oder man sagt auch sehr stark viskosen Flüssigkeit mit hoher Viskosität die Strömung tendenziell eher laminar ist. Also je zäher die Strömung, desto länger bleibt sie laminar. Und was wir vorher gesehen hatten, je schneller eine Strömung ist, desto eher wird sie turbulent. Eine dritte Sache, die ich nicht erwähnt habe und auch nur schlecht zeigen kann, aber die vielleicht ganz einsichtig ist. Wir hatten ja gesehen, dass die Flüssigkeit an den Wänden anhaftet und zur Mitte, also mit Abstand von den Wänden, wird die Geschwindigkeit immer größer. Und je größer mein Gefäß ist oder mein Rohr, je größer der Durchmesser meines Rohrs ist, desto weiter weg sind die Wände und der beruhigende Einfluss der Wände ist einfach weiter weg. Deshalb wird in großen Rohren oder großen Gefäßen wird man eher turbulente Strömungen finden. Frage? Bitte? Wann beginnt die Lesung? Die was? Die Lesung. Ich lese doch die ganze Zeit, oder? Also, den Punkt, den ich hier machen wollte, ist einfach, dass wir drei verschiedene Einflüsse haben, die eine Strömung turbulent machen können. Einmal ist es die Zähigkeit der Flüssigkeit, das zweite ist die Geschwindigkeit der Flüssigkeit und das dritte sind einfach die Abmessungen des Gefäßes, in dem sich die Flüssigkeit befindet. Okay, dann ein Aspekt, mit dem sich meine Gruppe sehr im Detail beschäftigt, ist nun die Frage, wann eine solche Strömung genau stabil ist und laminar ist und wann eine Strömung turbulent wird. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein paar kleine Bilder gemalt. Eine stabile, also den Fall, wenn die laminare, geordnete, schön gleichgerichtete Strömung stabil ist, kann man sich auch so vorstellen wie eine Kugel, die in einer kleinen Mulde drin liegt und wenn ich die Kugel jetzt ein bisschen zur Seite hin bewege, rollt die einfach wieder nach unten. Das heißt, hier ist meine Strömung stabil. Wenn ich aber zu höheren Geschwindigkeiten gehe, was dann passiert, ist, kann man sich bildlich so da so klar machen wie eine Kugel, die auf einem kleinen Berg drauf liegt. Und wenn ich die Kugel anstoße, rollt die einfach runter. Das heißt, die gleichmäßige laminare Strömung ist hier jetzt nicht mehr stabil und wir werden jetzt Turbulenzen finden bei den höheren Geschwindigkeiten. Das ist aber, dieses einfache Bild trifft schon selbst für die sehr einfache Rohrströmung nicht mehr zu. Schade, ich hätte noch ein paar andere Demonstrationen gehabt, aber... Ach so, Märchen kommen vielleicht später. In der Rohrströmung ist das Ganze schon viel komplizierter. Das heißt, wir haben zwar bei niedrigen Geschwindigkeiten ist die Strömung immer gleichgerichtet und nicht verwirbelt, das heißt laminar. Können wir wieder bildlich so darstellen wie eine Kugel in einer kleinen Mulde drin. Aber wenn wir zu höheren Geschwindigkeiten gehen, ist das nicht so einfach wie hier oben, sondern diese Mulde bleibt immer bestehen. Das heißt, die laminare Strömung ist zwar stabil, wenn wir dir aber einen Schubs geben, der etwas stärker ist, kann sie jetzt in eine zweite Senke hier runterfallen, also da unten, und hier unten, das wäre unsere Turbulenz. Das heißt, wir haben zwei Zustände jetzt, einmal laminar und einmal turbulent, und es hängt davon ab, wie stark wir die Kugel anstoßen oder wie stark wir unser Rohr, sagen wir mal, anstupsen oder wenn eine kleine Kante in unserem Rohr drin ist und die Wand nicht ganz glatt ist, wird das dann tendenziell bei hohen Geschwindigkeiten dazu führen, dass unsere Strömung sich im Turbulenten befindet. Gut, das ist wie gesagt eine der Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen und die leider nicht so ganz leicht zu beantworten ist. Einer der Gründe dafür ist, dass hier unten, also in diesem einfachen Bild, diese Mulde, die wir hier sehen, ist nicht einfach nur eine Mulde, sondern die besteht eigentlich aus ganz vielen Hügeln und Mulden. Und wenn wir in der Turbulenz sind, hüpft unser Ball quasi ständig hin und her und die Strömung ist sehr kompliziert und chaotisch. Schauen wir mal auf den nächsten.
Auf der nächsten Folie, eine Eigenschaft der Turbulenz, haben wir schon gesehen, die Strömungen sind stark ungeordnet. Können wir ein kleines Video zeigen, das ist wieder eine Strömung, in der wir Partikel in einer Flüssigkeit drin haben. Und man sieht, glaube ich, ganz gut, dass die Strömung sehr schwer vorhersagbar ist und alles sehr chaotisch durcheinander läuft. Ein einfaches Beispiel dafür, viel einfacher als eine Strömung, wo wir auch schon eine sehr ungeordnete Bewegung finden können, ist ein einfaches Pendel. Pendel kennt ihr vielleicht aus der Schule oder Ähnlichem. Und hier haben wir ein Pendel, das zwei Achsen hat, ein sogenanntes Doppelpendel. Und möchte mir noch mal jemand assistieren? Laura, komm. Aber schön vorsichtig sein, wenn du einfach an der Seite stehst und das einfach mal nach oben bewegst. Ja, und dann loslässt. So, obwohl das ein sehr einfacher Aufbau ist, sieht man, dass die Bewegung doch ziemlich schwer vorhersagbar ist und eigentlich ziemlich chaotisch durcheinander geht, oder? Und man kann sich vielleicht auch vorstellen, dass es nicht ganz so leicht sein wird, vorherzusagen, wie das Pendel sich in den 2 Sekunden später bewegt. Ja, und selbst wenn wir jetzt, obwohl wir kennen die Gesetzmäßigkeiten, nach denen dieses Pendel funktioniert, ganz genau, ich stupse einfach nochmal ein bisschen an, aber trotzdem könnten wir auch mit einem Supercomputer das Ganze immer nur für ein paar Sekunden vorhersagen, aber nicht für länger. Und das dann liegt daran, dass sich kleinste Störungen oder kleinste Änderungen an den anfänglichen Zustand, also wie ich das Pendel hier halte und mit welcher Kraft ich es dann in welche Richtung werfe, die verstärken sich sehr schnell und das macht das Ganze unvorhersagbar. Und letztendlich ist es genau der Grund, warum wir auch das Wetter nur ein paar Tage vorhersagen können, so 3, 4 Tage und danach, danke Laura, und danach sind die Wettervorhersagen einfach nicht mehr zuverlässig. Das liegt ganz genau daran, dass diese Systeme sehr stark von den Anfangsbedingungen abhängen. Und um das nochmal darzustellen, habe ich ein kleines Video runtergeladen. Hier haben wir den gleichen Versuchsaufbau, nur diesmal sind 3 Pendel nebeneinander. Und die sind eigentlich alle 3 genau gleich gebaut. Und wenn wir genau hinschauen, ich starte das mal, sehen wir, dass ganz am Anfang die Pendel, so die erste Sekunde oder so, sich ziemlich synchron bewegen, aber schon nach der ersten Umdrehung, wir jetzt schauen, ich glaube, jetzt geht's los, jetzt. Und schon nach 1 oder 2 mal hin und her pendeln, bewegen sie sich komplett anders, ja? Obwohl wir eigentlich genau baugleiche Systeme haben. Und das haben wir auch genau in der Turbulenz. Also die Turbulenz ist eine sehr ungeordnete, chaotische Strömung. Eine weitere Eigenschaft der Turbulenz ist einfach das Durchmischen, haben wir jetzt an den einigen Versuchen schon gesehen. Also hier hatten wir einen Fall in der laminaren Strömung, wo sich nichts durchmischt hat. Drüben im Rohr hatten wir schon gesehen, dass bei höheren Geschwindigkeiten das Ganze sich sehr schön durchmischt hat. Und das Beispiel, das wir hier haben, sind einfach eine Meeresströmung vom Satelliten aufgenommen. Die hellen Regionen hier enthalten Kleinstlebewesen, das nennt man Plankton. Das sind also kleine Tierchen und Pflanzen, die von der Strömung bewegt werden, transportiert werden und man sieht sehr schön, wie sich das Ganze durchmischt durch die Turbulenz im Ozean. Das heißt, die Turbulenz ist dafür verantwortlich, dass diese Kleinstlebewesen im Ozean verteilt sind und auch in den dunkleren Regionen dann die Fische dann doch noch was zu essen finden. Anderes Beispiel sind Motoren oder hier ist ein Flugzeugtriebwerk, wo das einströmende Treibstoff durch die Turbulenz mit der Luft vermischt wird und das Ganze ist auch in chemischen Reaktoren so und die Reaktion dadurch stattfinden kann. Das heißt, das Durchmischen der Turbulenz ist in diesem Triebwerk sehr, sehr wichtig. Es gibt aber auch Eigenschaften der Turbulenz, die wir nicht so gerne haben und eins davon ist, dass sich die Reibung einer turbulenten Strömung sehr stark erhöht im Vergleich zu einer laminaren Strömung. Man sieht das hier so ein bisschen an diesem Flugzeug, würde man normalerweise auch nicht sehen, aber hier durch die Abgaswolken und die Wolken sieht man sehr schön, wie stark turbulent die Strömung hinter dem Flügel ist und hier ist nochmal ein Bild von so einem Flugzeug, einem Experiment in einem Windkanal, wo man so eine Tragfläche eines Flugzeugs im Querschnitt nachgestellt hat und die Strömung geht hier oben und unten vorbei und wenn die Strömungsgeschwindigkeit
hoch genug ist, sieht man hier, dass sich ab da in etwa schon Turbulenzen ausbilden. Und diese starken Verwirbelungen und Turbulenzen haben, führen dazu, dass die Reibung sehr viel höher ist und wir brauchen viel, viel mehr Treibstoff, um das Flugzeug zu fliegen. In Pipelines, also großen Rohren, mit denen wir unser Öl und Gas bekommen, geht das sogar so weit, dass die Turbulenz dafür sorgt, dass die resultierenden Reibungen 100 Mal, bis zu 100 Mal höher sind als in einer laminaren Strömung. Und die jährlichen Pumpkosten in Öl- und Gaspipelines sind eine unvorstellbare Summe Geldes, 10 Milliarden Dollar. Also dafür könnte man sehr viel Schokolade oder Spielzeug kaufen. Und ein Großteil davon geht verloren dadurch, dass die Strömung turbulent ist. Deshalb beschäftigt sich meine Gruppe auch damit, wie man eine turbulente Strömung wieder laminar halten kann. Und ich zeige hier mal ein kleines Video, wo wir uns das haben einfallen lassen. Wir fangen also mit einer turbulenten Strömung an und wir bewegen uns jetzt einfach mal mit der Kamera mit, ab jetzt, und folgen dieser turbulenten Strömung. Man sieht sehr schön, glaube ich, diese Verwirbelungen hier im Wasser. Und jetzt haben wir uns was einfallen lassen, wo wir einfach was eingebaut haben, wo wir die Strömung etwas verändern. Und erstmal passiert gar nicht so viel, die Strömung ist immer noch turbulent. Aber wenn wir noch ein bisschen Geduld haben und warten, wir gehen jetzt einfach stromabwärts, folgen dieser turbulenten Strömung. Dauert noch ein paar Sekunden. Und wir sehen, die Strömung wird wieder laminar. Ja? Was wir jetzt gemacht haben, ist letztendlich, dass wir versucht haben, diese Kugel, die in der Turbulenz hier unten lag, die haben wir einfach wieder hier oben hingehoben und dann bleibt die auch einfach da liegen. Und in dem Beispiel hat sich dadurch die Reibung um ca. Faktor 5 verringert. Okay, das bringt mich zu meinem letzten Beispiel. Zeigen wir noch ein Experiment. Haben wir schon ein Bild? Okay. So, diesen höheren Reibungsverlust wollte ich gerade mal darstellen. Also wir. Ups. Okay. Möchtest du mir assistieren? Einer von euch? Können auch beide kommen. Könntest du einfach mal hier auf den Schlauch drauf drücken? Oh, das haben wir schon gemacht. So, was wir jetzt sehen, drück einfach öfters mal drauf. Jede Sekunde einmal. Was wir jetzt sehen, ist, dass die Strömung am Anfang laminar war. Wir haben sie jetzt turbulent gemacht. Also wir stören, haben diese Kugel eigentlich diesen Berg runtergerollt. Und der Wasserstrahl reicht jetzt nicht mehr so weit wie vorher. Ich weiß nicht, ob man es. Hat man es im Publikum oben gesehen oder können die Kamera noch ein bisschen umstellen? Kannst du noch einmal loslassen? So, das ist jetzt turbulent und jetzt wird es laminar. So, in der laminaren Strömung haben wir viel weniger Reibung, das Wasser reicht viel weiter raus. Kannst du nochmal drücken, bitte? Und jetzt machen wir sie turbulent und der Durchfluss geht in die Knie. Okay, in Ölpipelines hat man sich allerdings noch einen anderen Trick einfallen lassen und dazu muss ich nochmal. Schlauchschelle. Ah ja, danke. Ich brauche das hier. So, ich habe jetzt einfach einen kleinen Gegenstand hier in das Rohr reingelegt und der macht die Strömung dauerhaft turbulent. Also die Strömung ist jetzt immer turbulent. Und alles, was ich jetzt machen möchte. Ups, okay. Bin ich groß genug?
Ich habe hier eine Flüssigkeit vorbereitet, die ist sehr zähflüssig. Wir hatten am Anfang gesehen, eigentlich sollte eine zähflüssige, also wenn ich die Flüssigkeit zäher und viskoser mache, sollte das dazu führen, dass die Strömung langsamer durch das Rohr fließt. Ja? Stimmen Sie mir alle überein oder behauptet jemand das Gegenteil? Sehr gut. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ich sage gleich, was in der Flüssigkeit drin ist. Wir können jetzt mal schauen. Also noch ist alles in der Kiste drin. Jetzt müssen wir eine Minute ungefähr warten. Das Ganze hat sich hier oben durchmischt, muss aber erstmal durch diesen dickeren Schlauch hier durch und bis zum Rohr hinkommen. Und jetzt ändert sich ein bisschen was, ja? Okay. Also man hat es hoffentlich gesehen. Haben es alle gesehen? Gut, dann erkläre ich, kann es leider nicht wiederholen. Woran das Ganze lag, ist, dass wir, was wir hier reingemischt haben, sind eine Lösung von sehr langkettigen Molekülen. Das sind Polymere, die sich in der Strömung strecken können und auch wieder zusammenziehen können. Das sind so eine Art kleine Federn, also winzig kleine Federn, die Energie absorbieren können an manchen Stellen und an anderen Stellen wieder Energie abgeben können. Und das führt dazu, dass sich die Strömung, das Strömungsprofil der Geschwindigkeit komplett verändert. Und in diesem Fall hat es den netten Effekt, dass die Strömung weniger Reibung an der Wand hat und wir viel mehr Flüssigkeit durch das Rohr durchbekommen. Und das wird tatsächlich in Ölpipelines eingesetzt. Man kann damit bis zu 70% an Pumpkosten sparen. Gut, das wäre jetzt auch schon mein letzter Aufbau gewesen. Und dann wollte ich eigentlich nur noch ein paar Leuten aus meiner Gruppe danken, meiner ganzen Gruppe, die sich hier, wie gesagt, mit Turbulenzen, dem Turbulenzübergang und Kontrolle von Turbulenzen beschäftigt. Leider sind nicht alle Leute hier auf dem Foto, aber einige wichtige Leute sind trotzdem drauf. Vor allem möchte ich diesem Herrn hier, dem Philipp, danken, der diese ganzen Experimente in der letzten Woche aufgebaut hat. Wo ist der Philipp? Da. Vielen Dank, Philipp. Okay. Und damit danke an euch für die Aufmerksamkeit und wenn ihr Fragen habt, bitte stellt sie jetzt. Für was man die braucht? Also, wir wollen einmal, also unser Hauptanliegen ist es zu verstehen, wie eine Strömung turbulent wird am Anfang. Ja? Und wenn man das viel besser versteht, wie eine Strömung turbulent wird, kann man das vielleicht auch verhindern. Das war so ein bisschen, was ich in diesem Film hier gezeigt hatte, wo wir eine turbulente Strömung wieder gleichmäßig laminar gemacht haben und dadurch könnte man halt sehr viele Pumpkosten einsparen. Zum Beispiel bei dir zu Hause in der Wasserleitung ist die Strömung meistens turbulent und man könnte hier mit einer wesentlich kleineren Pumpe dann die gleiche Menge an Wasser zu den Heizungen oder durch das Haus treiben. Ja? Aber es gibt viele Beispiele, das ist jetzt nur ein Beispiel. Wir wollen wirklich grundsätzlich Dinge verstehen und Anwendungen ergeben sich dann daraus in ganz anderen Regionen auch. Also wann eine Strömung turbulent wird und wie sie turbulent wird, ist auch in der Astronomie sehr wichtig. Ist ein anderes Beispiel, wo sich Leute damit beschäftigen, verstehen wollen, wie sich Planeten zuerst gebildet haben und selbst da sind Turbulenzen sehr wichtig. Ja, das ist auch ein Projekt, das wir in unserer Gruppe verfolgen. Weitere Fragen? Niemand? Okay. Es keine weiteren Fragen gibt. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit.